Ich habe ja mal ein Video zu der wunderbaren Phacelia gemacht, die man jetzt hier zum Beispiel sehen kann als Mulch. Eine sehr schöne Pflanze. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Und ja, ich möchte einfach mal heute das Thema Artenvielfalt bzw. Volksbegehren in Bayern bisschen sprechen und dann natürlich auch ein kleines Update von meiner Wildblumenwiese euch geben. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, ich möchte ein bisschen über das Volksbegehren vom letzten Jahr sprechen, welches so im Februar, März stattgefunden hat, dass halt wirklich die Leute entscheiden durften, dass mehr für die Bienen bzw. für die Wildbienen gemacht wird und auch Wildblumenwiesen angelegt werden. Dazu wurden Landwirte auch angehalten, dass sie einen Teil von ihrer Fläche als Wildblumenwiese auslegen, haben auch dafür, glaube ich, auch dementsprechende Entlohnungen bekommen oder Ersatz. Das weiß ich nicht genau, das habe ich so ein bisschen gehört, aber ich habe auch gesehen, dass bei den Feldern zum Teil ein kleiner Streifen von Phacelia, Sonnenblumen und alles geblüht hat. Manche Gärtner haben da wirklich eine schöne Wildblumenwiese mit Phacelia, Kornblumen, Artischocken und was weiß ich auch alles mögliche gemacht. Auch Boric war dabei. Und ja, was ist jetzt so nach einem Jahr passiert? Und ich finde es ein bisschen schade, muss ich ehrlich gestehen, dass man jetzt gar nichts mehr davon hört, dass es irgendwie auch nur so ein Trend gewesen ist und nach einem Jahr alles wieder verpufft ist. Da wo das bei den Feldern, da wo es umgesetzt worden ist, macht man das nicht mehr. Und vereinzelt sorgen halt die Leute jetzt für Grünflächen oder Wildblumen und sonst merkt man eigentlich nichts von der von der Wildblumenwiese oder von dem Volksbegehren. Das war irgendwie so ein einmaliges Phänomen, wie ich finde. Und das finde ich halt einfach sehr schade, da das ist halt immer so diese Mentalität von den Leuten. Also letztes Jahr war es ja Fridays for Future und den ganzen Klimazeug, worauf sich die Leute immer fokussiert haben. Und irgendwie das so als Hype gesehen haben, wir müssen was für die Bienen tun, für die Artenvielfalt, für die Insekten. Da waren alle so emsig, haben Wildblumen angelegt. Das fand ich wirklich super. Und jetzt ist das Ganze mit Corona und sowas, haben die Leute wieder eine andere Ablenkung. Jedes Jahr ist es anscheinend immer was Neues. Und jetzt haben halt viele das mit den Wildblumen und Wildblumenwiesen irgendwie vergessen. Und ja, nach einem Jahr hat sich ja das Problem ja sozusagen nicht gelöst und das finde ich halt einfach sehr schade. Also man kann sehr viel machen, wir müssen sogar sehr viel machen, weil so wie wir unsere Mitwelt behandeln, ist es halt wirklich, da reicht ein Jahr nicht aus für das bisschen, was wir da eingelegt haben. Das müssen wir schon großflächig machen und bei mir auf den Feldern kommt ja überall alles wild auf, also tatarischer Buchweizen, Boric, hier Phacelia, auch hier überall im Garten Mohn kommt, Löwenzahn, Salat keimt bei mir, Grünkohl, alles mögliche, das ist halt, die blühen halt einfach und ja, ich möchte halt auch niemanden kritisieren, das finde ich halt nur einfach schade, ich möchte einfach vorausgehen und mache halt selbst den Wandel. Wenn es halt kein anderer noch macht, dann mache ich es halt wenigstens und leiste halt meinen Beitrag und ja, das macht mir halt einfach Spaß und wenn man halt die Bienen und Wildbienen mit unterstützt, da haben wir natürlich auch als Gärtner was davon. Ich meine, die bestäuben unsere Blüten, wir sorgen für natürliches Gleichgewicht, wir müssen wahrscheinlich auch weniger spritzen, düngen vielleicht nicht, wir haben weniger Probleme mit Schädlingen, vielleicht Kohlweißling, weil andere Insekten kommen, mehr Libellen kommen, Libellen fressen zum Beispiel Mücken. Und so kann man es halt immer wieder aufbauen, wenn man was für Insekten, für Wildbienen, allgemein für die Natur etwas machen, dann regelt sich halt dieser natürliche Kreislauf und wir müssen ja natürlich auch viel weniger machen. Und das finde ich halt auch ein sehr guter Anreiz und ich finde auch, was gibt es eigentlich Schöneres, wenn es im Garten richtig schön summt, egal ob Biene, Hummel, Wildbienen. Auch Hornissen und Wespen gehören dazu, wenn Schmetterlinge herumfliegen. Das ist doch einfach wunderbar und schön, je mehr Insekten kommen. Und es kommen immer wieder neue Insekten. Das ist ja das Interessante. Ich habe jetzt schon
die normalen Marienkäfer gesehen, die schwarzen, die so ein bisschen goldig sind, also goldene Punkte haben und auch gelb mit schwarzen Punkten. Da kommen immer mehr Insekten, das ist einfach wunderbar und ja, das ist doch einfach ein Anreiz dafür, dass wir immer mehr machen müssen. Immer verschiedene Blüten anbauen, Bohnen, Grünkohl, Phacelia, tatarischer Buchweizen, Ringelblumen, alles mögliche einfach anbauen, kreuz und quer und so kommt die schöne Vielfalt und diese Vielfalt möchte ich euch auch jetzt ein bisschen auf der Wildblumenwiese zeigen, wie sich es da entwickelt hat, so der kleine Fortschritt und ja, da freue ich mich auch schon sehr, dass ein bisschen was rausgekommen ist und einiges blüht schon sogar. Gut, dann sind wir jetzt hier bei der Wildblumenwiese. Wie man jetzt hier sehen kann, wächst hier der wunderbare, schöne rote Mohn und ein bisschen Steinklee. Ist natürlich alles wild aufgegangen. Wenn man es hier so ein bisschen sehen kann, Mohn, schöne Farbenpracht. Ein bisschen Phacelia, was man hier sehen kann. Ein paar gelbe Blumen, die ich jetzt nicht so gut kenne. Das kann man jetzt hier auch so ein bisschen auf der Wildblumenwiese sehen, dass es hier langsam Gestalt annimmt und das freut mich wirklich sehr. Auch hier vorne die Phacelia, die ich mit ausgesät habe. Auch die dicken Bohnen bekommen schon die ersten Früchte. Die haben natürlich auch schon geblüht, zählt natürlich auch dazu. Und ja, ein paar Margariten sind auch dabei. Was mich auch jetzt hier sehr freut, wenn man hier unten schauen kann. Da kommt schon der erste Borretsch raus und andere Kulturen. Da muss ich mal ein bisschen schauen. So viel, ja, ein bisschen Beikraut muss ich vielleicht wegmachen, dass es nicht ganz so unterdrückt wird. Aber ich möchte halt auch nicht zu sehr in der Wildblumenwiese eingreifen. Ich möchte einfach schauen, welche Pflanzen sich auch am besten durchsetzen. Und ja, das ist halt auch für mich wichtig, dass auch nicht alles erzwingen zu wollen. Und was man jetzt hier auch sehen kann. Wo ist die Wildbiene? Ah, jetzt ist da. Da ist die Wildbiene. Auch sehr schön. Wenn wir dann hier weiter vorgehen. Hier kommt schon auch die erste Sonnenblume raus. Und die Trauben fangen natürlich auch an zu gedeihen. Finde ich sehr schön. Und hier hinten ebenso. Also die Wildblumenwiese, die nimmt auch schon hier langsam Gestalt an und das freut mich einfach wirklich sehr und so können wir einfach viel machen für die Mitwelt, einen Beitrag für unsere nachkommende Generation, sage ich mal. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wie es bei euch jetzt momentan so ausschaut, ob ihr schon eine Wildblumenwiese angelegt habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, so werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal Freunden und Familien erzählen würdet, damit immer mehr Aufmerksamkeit auf mich und mein Projekt gelenkt wird. Und natürlich findet ihr auch in der Infobeschreibung diverse Unterstützungsmöglichkeiten, sodass ich weiterhin für euch das Projekt am Laufen halten kann und für euch natürlich auch Videos produzieren darf. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.